Wenn ich an der Eissporthalle ankomme, gehen wir zuerst zum Meeting. Dort treffen wir uns mit allen Ehrenamtlichen, mit dem DJ, mit dem Licht, mit der Aufbaucrew, um den exakten Ablauf des Spieltages zu besprechen. Anschließend gehe ich dann runter zum Coach, spreche mal kurz über die Lage, mit welcher Mannschaft wir spielen, ob es irgendwas Besonderes Neues gibt. Danach dann hinten zum Schiedsgericht. Die bereiten ja die Mannschaftsaufstellung vor, den Spielplan vor. Wenn nötig, kläre ich dann noch mit dem Gegner die Aussprachen der Namen unserer Gäste. Dann mache ich meistens eine kleine Runde durch die Halle, um so ein bisschen die Stimmung aufzusaugen, um mir die Wünsche und Sorgen unserer Fans anzuhören. Und dann geht es gleich weiter unten durch die Katakomben, hinten zum wartenden Hyundai. Und das Licht geht aus und ich werde aufs Eis gefahren. Nach der Begrüßung der Fans freue ich mich natürlich auf die Mannschaftsvorstellung, habe da vorher immer mein Ritual. Zuerst begrüße ich unsere Fahnenträger auf dem Eis, hinten die Sitzplatzkurve. Aber der schönste Moment kommt dann, wenn du mitten auf dem Eis stehst und das ganze Wunderkerzenmeer rund um die Eissporthalle erleuchtet. Obwohl ich das jetzt schon so lange mache, es ist jedes Mal ein toller, emotionaler Moment. Dann geht es auch schon los mit der Mannschaftsvorstellung. Ab dem Spielbeginn, wenn ich dann am Sprechertisch sitze und der Schiedsrichter pfeift das Spiel an, schalte ich natürlich sofort unverzüglich, fast schon automatisch in den Neutralmodus, wie von der Liga vorgegeben und wie das den ausführlichen Stadionsprecherrichtlinien entspricht. Das war so geil gewesen. Du musst jetzt jedes Mal immer was Brutaleres machen oder irgendwas von Bades, als wenn du so wieder irgendwie nochmal diskutiert, sofort in volle Lautstärke einspielt. Egal was, ich nehme alles auf meine Kappe. Ja, wirklich, Marco, such dir gleich zwei, drei Sachen noch aus. Bei aller Neutralitätsverpflichtung kann es schon mal vorkommen, dass ich bei einem Löwentor jubel. Pausenspiele sind immer lustig, egal ob Tipico, Slapshot, Bobbycar-Rennen oder Licher Jugend Curling, es passiert immer irgendwas Ungewöhnliches, Unvorhergesehenes. Aber das Highlight ist natürlich immer der Kick-Up. Die Mannschaften bereiten sich darauf vor und teilweise sind ja Traumkombinationen dabei. Und um unsere Fanclubs weiter einzubinden, müssen wir unbedingt weitermachen. Und ich freue mich jetzt auf die anstehenden Halbfinal- und Finalspiele. Manchmal hält es mich einfach nicht mehr am Stuhl fest, wenn es ein ganz, ganz spannendes Spiel ist oder wenn du merkst, dass wir eine ganz, ganz kritische Phase haben, da kann ich einfach nicht mehr auf dem Stuhl bleiben und muss praktisch wie ein Tiger in der Schiedsgerichtskabine hin und her laufen.
es gibt so viele Highlights, die ich in diesen 24 Jahren erlebt habe. Aber sicherlich, natürlich bleibt in Erinnerung 2004 die Meisterschaft und was auch ein sehr, sehr bewegender Moment war, damals die spontane Trauerveranstaltung vor über 1000 Fans oben in der Eissporthalle. Und noch ganz, ganz fest in Erinnerung, das erste Löwenheim-Spiel, das wir immer weiter nach hinten hinausschieben mussten, weil so, so, so viele Leute draußen vor der Tür standen. Und dann diese Stimmung an diesem Abend, also das sind schon sicherlich ganz, ganz bewegende Momente in meiner Stadionsprecherkarriere.